Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Als allererstes, bevor wir mit dem Videothema beginnen, möchte ich etwas sagen, was sehr ernsthaft ist. Und ich hoffe, ihr werdet das verstehen. In meinem letzten Video habe ich einfach gesagt, dass die Farmers, manche von euch nennen sie Farmers, ich sehe keine Betonung, deswegen nenne ich sie Farmers. Ich habe einfach gesagt, dass es eine Burstwaffe ist. Und ich bin dafür gehatet worden. Ich wurde dafür angegriffen. Persönlich beleidigt. Meine Urgroßfahren sind dafür beleidigt worden. Deren Urgroßfahren sind beleidigt worden. Mir wurde der Tod gewünscht. Und ich wurde gehasst. Es tut mir von Herzen leid, dass ich die Farmers eine Burstwaffe genannt habe. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich nie wieder die Farmers oder Farmers, wo wie auch immer sie nennen wollt, eine Burstwaffe nennen. Es tut mir leid und das wollte ich einmal klarstellen. Auch ich bin nur ein Mensch und mache Fehler und hoffe, dass ihr mir diesen Fehler verzeihen könnt. Also, lasst uns mit anderen Themen losgehen als der Farmers, die ja ganz klar eine Burstwaffe ist. Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf eneba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Ihr habt das Thumbnail zum heutigen Thema gesehen und ich wollte einmal, weil ich die letzten Tage immer mal ein bisschen mehr darüber nachgedacht habe, über das Thema sprechen, Games und Game Design. Zum einen natürlich zum Thema Call of Duty, zum anderen aber auch ein kleiner Exkurs ein bisschen weiter, zum Beispiel zu GTA. Rockstar Games macht da nicht jedes Jahr ein Game, aber alle 3 bis 5 bis 8 Jahre, die lassen sich immer sehr viel Zeit, aber es sind Games, die richtig fest sind, die richtig geil sind. Und ich wollte mit euch darüber sprechen, ob das Game Design von aktuellen Spielen, und da könnt ihr alles Mögliche nehmen, was ihr wollt, ein Battle Royale Game, First Person Shooter, alles Mögliche, ob diese Sachen immer noobfreundlicher werden. Ich habe auf der PlayStation 1 Dragon Ball gespielt, ich glaube, ich habe damals GTA 1 oder 2 auf der PlayStation 1 gespielt, dann habe ich die PlayStation 2 bekommen, dann habe ich die PlayStation 3 gehabt, bei der PlayStation 2 kam dann, glaube ich, irgendwann auch GTA Vice City so um den Dreh heraus, vielleicht auch kurz danach mit der PS3. Ich habe auf jeden Fall mit ganz vielen verschiedenen Spielen angefangen. Need for Speed habe ich sehr viel gespielt und. Call of Duty war noch kein großes Thema. Ich bin zu Call of Duty gestoßen, als Ghosts rauskamen im Prinzip. Das heißt, ich habe sogar Black Ops 2 nie wirklich im Multiplayer gespielt. Erst später, als die ganzen Hacker da drinnen waren. Ich habe Modern Warfare 4 gespielt damals, vor allem die Kampagnen aber. Und ich hatte bei Call of Duty die Jahre über immer das Gefühl, gerade da, als ich noch neu war und auch alles lernen musste, dass es überhaupt nicht anfängerfreundlich ist. Ich habe in meinen ersten 20 Spielstunden in jedem Call of Duty absolut in die Fresse bekommen. Ich bin immer wieder gestorben, ich habe keine hohen Streaks erreicht, es gab nichts, was mir wirklich geholfen hat. Es war aber auch eine Zeit, wo YouTube, so wie es heute ist, mit Guides, mit Tutorials, mit Hilfen, mit Tipps und Tricks, wo YouTube so noch gar nicht so ein großes Thema war. Und ich habe mir mal diese Jahre angeguckt und ich bin mittlerweile ein COD-Veteran. Ich spiele seit über 10 Jahren jedes Jahr das neue Call of Duty, bis auf jetzt Modern Warfare, was ich übersprungen habe nach 2-3 Spieltagen. Ich kaufe mir immer wieder das neue COD, ich liebe COD und wenn ihr euch das angucken würdet bei mir auf der PlayStation, ich habe alle Call of Duties der letzten Jahre bis auf Modern Warfare da drauf, ansonsten habe ich da kein einziges Spiel drauf. Ich habe eine Zeit lang Need for Speed gespielt und, aber das sind eher so Fun-Games zwischendurch. Und wenn ich so ein bisschen überlege, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Entwicklung der Call of Duties, was eins der größten Franchises ist, die wir in der Gaming-Industrie haben, mit jährlichen neuen Rekorden an Verkaufszahlen und mittlerweile In-Game-Purchases und, dass das Game-Design von Call of Duty jedes Jahr anfängerfreundlicher wird. Und wenn wir von Noob sprechen, dann ist das nicht negativ despektierlich gemeint von mir, aber Noob sind nun mal in der Regel Beginner, die gerade erst in das Game reinfinden, die da irgendwie noch nicht so wirklich was kennen, Veteranen, Pros, Leute, die viel spielen, die Competitive spielen, die im Multiplayer gut sind, das sind dann immer die Leute, die schon länger spielen, die vielleicht auch einfach ein bisschen besser durch die Erfahrung sind. Und auch ich musste einfach Erfahrung sammeln, ich musste lernen, wie sind die Maps, wie verhält sich das Spiel, wie kann ich mehr Kills machen und. Das war alles ein Prozess, der eben über Jahre geht und ging. Mittlerweile ist es aber so, dass die großen Spieleentwickler alles dafür tun, dass man
möglichst als Beginner in das Game reinkommt und im Prinzip schon die erste Belohnung dafür bekommt, dass man das Spiel installiert hat. Das ist bei Modern Warfare auch so. Da kriegt man online und kriegt in der allerersten Runde die größte Bot-Lobby aller Zeiten und als Dankeschön, dass man es geschafft hat, irgendwie das Spiel als CD reinzulegen oder auf dem PlayStation Store 60 Euro auszugeben. In dem Sinne, bei Ineba, Leute, könnt ihr ein bisschen Geld sparen. Kurze Werbung, Entschuldigung. Es ist auf jeden Fall so, wenn ihr mittlerweile ein COD spielt oder ein ähnliches Spiel, dann ist es einfach so, dass die Entwickler alles dafür tun, dass jeder Beginner, jeder Noob, wenn es das erste Mal ist, dass er eine PlayStation startet, das Gefühl hat, dass er in dieser kleinen Blase ist, wo es ihm gut geht, wo er nicht viel tun muss, er braucht das Spiel nicht wirklich lernen, er kann genau machen, was er möchte. Und generell ist das absolut legitim und das ist auch aus marketingtechnischen Gründen absolut legitim und schlau, denn der Großteil der Playerbase in so einem COD zum Beispiel ist einfach, ich sag mal wirklich 85-90% Beginner, Anfänger, nicht so gute Spieler. Die wirklichen Cracks von euch, ähnlich wie ich, oder die großen YouTuber, die auch sehr gut sind, das sind die oberen 5%, vielleicht die oberen 10%. Eine Durchschnitts-KD in Call of Duty im letzten Jahr, in Modern Warfare, war 0,7. Das heißt, ein Großteil der Leute, die das Spiel spielen und gespielt haben, lag bei 0,7. Das heißt, ihr macht nicht mal pro Leben ein Kill. Und wenn wir jetzt zum Modern Warfare diesen Sprung zum Beispiel machen, mit dem extrem harten Skill-Based Matchmaking, dann habt ihr oftmals bestimmt schon das Gefühl gehabt, immer wenn ich einen töte, sterbe ich direkt danach. Ihr müsst mal auf das Scoreboard gucken danach. Nicht nur ihr sterbt, wenn ihr einen Kill gemacht habt, sondern der euch gekillt hat, stirbt auch meistens 1-2 Sekunden später. In Call of Duty Modern Warfare durch das Skill-Based Matchmaking ist fast jedes Scoreboard gleich. Der letzte hat 18-20, der nächste hat 19-21, dann hat einer 18-18, dann hat einer 19-17 und dann hat einer 20-16. Das sind alles keine herausfordernden Scores, das ist alles nicht großartig, liegt aber am Skill-Based Matchmaking und wie es dafür sorgt, dass Leute, die gleich gut sind, wenn sie relativ gut sind, in schwere Lobbys kommen. Das seht ihr bei, wenn ihr mal so einen Noob-Account spielt, dann seht ihr die Leute, gegen die ihr spielt, die drehen sich manchmal im Kreis, die sind AFK, die schießen durch die Wand, die nehmen komische Waffen-Loadouts. Activision hat mit diesem Skill-Based Matchmaking und vor allen Dingen mit den letzten CODs, wie sie gemacht worden sind, viel von diesem Casual-Play rausgenommen, was viele von uns sehr lange geliebt haben. Dass man einfach reinhüpfen konnte und wenn man einfach ein guter Spieler war, konnte man auch entspannt eine gute Runde starten. Wenn ich richtig gut sein wollte, musste ich eben ein bisschen schwitzen. Das ist dieser eine Teil. Man hat viel dafür getan, dass Anfänger viele Sachen an die Hand bekommen, die ihnen das leichter machen, Kill zu machen. Da haben wir immer wieder Claymores, in WW2 hatten wir Granatenspam, der viel zu stark war. Jetzt in Modern Warfare hatten wir extrem laute Fußschritte, dunkle Ecken, dunkle Räume, keine richtige Minimap. Jedes Jahr kommen neue Sachen dazu, die es Anfängern leichter macht, in dem Spiel Fuß zu fassen, sodass sie mehr Spaß haben, sodass sie am Ende mehr Geld ausgeben. Das ist legitim, aber es gibt eben auch andere Games, die das ganz anders partizipieren. Zum Beispiel Rockstar als Entwickler mit GTA. Der letzte GTA-Teil ist jetzt mittlerweile, ich glaube, 6 oder 7 Jahre alt. Die Community ist immer noch richtig groß. Ich persönlich habe GTA absolut gesuchtet und zwar wirklich ein Jahr, so wie ich das letzte COD vielleicht Call of Duty Ghost gesuchtet habe. Das ist schon ewig lange her. GTA ist ein unglaublich geniales Spiel, bei dem Anfänger Spaß haben können, bei dem richtig Freaks Spaß haben können. Ihr könnt Just for Fun mit dem Auto durch die Gegend fahren, ihr könnt Just for Fun Überfälle machen, ihr könnt richtig competitive euch in Clan zusammensetzen und Team Deathmatch spielen, wo es bei uns um Vegas teilweise ging. Das heißt, Clan gegen Clan und wir haben Geld gesetzt und haben dann eben Geld gewonnen, wenn wir gewonnen haben oder unser Geld verloren, wenn wir verloren haben. Ihr könnt in GTA alles Mögliche machen und es ist egal, welchen Skill ihr persönlich habt. Und in Call of Duty hat sich diese Entwicklung einfach jetzt immer mehr daran geändert, dass wir immer mehr dazu kommen, dass die Sachen benutzerfreundlich gemacht werden, anfängerfreundlich. Man braucht sich nicht mehr so viel Sorge oder darum kümmern, dass man irgendwie besser wird, dass man sonst irgendwie in der Luft zerschossen wird. Das gibt es alles nicht mehr. Und diese Entwicklung von Game Design, die hat man in vielen verschiedenen Games. Und wenn man jetzt zum Beispiel zu Battlefront 2 rüberguckt, ich weiß nicht, wer von euch da so ein bisschen Star Wars Fan war. Wer das erste Mal dort aufs Schlachtfeld geht, wird absolut zerstört. Und zwar absolut. Ihr habt als Anfänger nicht den Hauch einer Chance. Es ist den Anfängern dort aber fast egal, denn am Ende habt ihr immer ein großes Ziel. Ihr wollt genug Punkte sammeln dort, um einen Jedi zu spielen, um einen Walker zu spielen, um etwas Größeres zu erreichen. Das heißt, es ist euch eigentlich egal, wie oft ihr sterbt. Es wird im Scoreboard sowieso für keinen angezeigt. Es geht nur darum, möglichst viele Punkte zu sammeln.
wenn jemand COD spielt, wo euch völlig egal ist, wie oft ihr sterbt und wo es euch nicht interessiert, weil ihr auf ein größeres Ziel hinausarbeitet, was ihr dann trotzdem bekommt, auch wenn ihr oft sterbt, ähnlich wie das Scorestreak-System im Black Ops Cold War, werdet ihr merken, dass euch das ganze Game gar nicht so sehr aufregt, dass ihr da ganz, ganz entspannt rangeht. Man kann natürlich jetzt Star Wars und Call of Duty nicht 1:1 vergleichen. Es sind im Prinzip unterschiedliche Games, aber der Ansatz, der dort gewählt wird, ist der deutlich bessere als der, den wir seit Jahren in Call of Duty haben. Ich persönlich war ein Noob, als ich angefangen habe und musste besser werden, indem ich auf die Schnauze bekommen habe, indem ich Waffen lernen musste, Aim lernen musste, Maps, Spielmechaniken und. Jedes Jahr kommt ein neues COD, was immer wieder dafür sorgt, dass ich eine neue Spielmechanik lernen muss. Und das ist in Ordnung, weil ich Lust darauf habe. Ich verspüre Spaß, wenn ich Call of Duty spiele. Es macht mich in Anführungsstrichen glücklich, wenn ich gute Runden habe. Es macht mich in Anführungsstrichen traurig, wenn ich schlechte Runden habe. Games zocken wir alle, du, ich, weil wir Spaß daran haben. Weil das eine Ablenkung ist, weil das ein bisschen weg vom realen Leben ist. Weil wir vielleicht mal Sachen machen können, die wir im realen Leben natürlich nicht machen. Da meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie im realen Leben sonst das Bedürfnis hat, irgendwo mit einer Waffe umherzuschießen. Aber man kann mit schnellen Autos in Need for Speed fahren, man kann mal einen Überfall machen in GTA. Wir alle wissen, dass das nicht real ist. Trotzdem haben wir Spaß daran und wir haben vor allen Dingen viele von euch, lasst es mich in den Kommentaren wissen, wenn ich mich irre, viele von euch haben Spaß daran, in einem Game besser zu werden und dadurch mehr Sachen zu erreichen. Es entwickelt sich leider eben dahin, dass es aber nicht mehr gefragt ist. Es wird nicht mehr gefragt, ob man viel erreichen möchte, ob man einfach extrem gut sein möchte. Es geht mittlerweile nur noch darum, wird genug von dem Spiel verkauft und wird genug Ingame-Scheiß während das Spiel läuft verkauft. Und das ist die Entwicklung, die wir mittlerweile haben. Und deswegen bin ich der Auffassung, um da einen Schlussstrich zu ziehen, Game Design wird heutzutage immer mehr loopfreundlich. Es ist aber auch so, dass Großteile der Communities einfach immer besser werden. Es gibt bessere Controller, es gibt bessere Hardware, es gibt, die Leute haben alle Headsets mittlerweile, spielen alle auf einem Monitor, auf einem BenQ. Man kann sich auf YouTube alle Tipps reinziehen. Das heißt nicht nur, dass die Community eben besser wird, sondern das Game Design und die besseren Communities sorgen einfach dafür, dass man als auch verdienter Spieler einfach etwas weniger Spaß aktuell hat. Deswegen Leute, kurzer Aufruf von mir. Genießt die Games, die ihr habt, spielt auch sonst mal ein bisschen was anderes, zwischendurch spiele ich mal Uno, ich habe das mal bei Haptic gesehen, was witzig ist. Nutzt irgendwie die Möglichkeit, dass ihr beim Game ein bisschen Spaß habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und meine kurze Statement dazu. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, ich bin raus, haut rein.